2. Es ist etwas passiert. Scheint eine Explosion gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten, was scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords. Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khalid Al-Assad, Vizekommandant, der verantwortlich ist. So, Jackson hat zwar den Absturz, naja, knapp überlebt, aber das hilft ihm in der Situation auch nicht wirklich weiter. Hier sieht man halt nur noch mal, wie er aus dem Helikopter rauskrabbelt und dann gleich sterben wird. So, und das war's dann mit ihm.